Und jetzt machen wir weiter mit der Kultur. Und da 3 Tage vollgepackt mit Musik. Darauf haben die Fans des Festivals Rock am Ring lange hingefiebert. Etwa 70.000 kamen nach Angaben des Veranstalters auf dem Nürburgring zusammen. Fast schon traditionell läutet ja Rock am Ring die Festivalsaison ein in Deutschland. Und dazu gab es am Wochenende warmes, sonniges Wetter. Das sind die Festivalbesucherinnen und Besucher nicht unbedingt gewöhnt. Rock am Ring. Seit 1985 eigentlich bekannt für Matsch und Unwetter. Dieses Mal war aber alles anders. Mega geil. Erstes Jahr eigentlich seit langem, dass kein Regen ist. Der Sonnenbrand ist auch voll da. Perfekt. Also die letzten Jahre war ja immer ein bisschen durchwachsen. Und jetzt einfach ein Traum. Sommerpartygefühl schon auf dem Campingplatz. Und dann kamen ja noch die Konzerte. Knapp 70 Bands, dieses Jahr mit mehr als doppelt so viel Frauen auf der Bühne wie letztes Mal, spielten vor etwa 70.000 Fans. Man kann überall hingehen, man kann von jedem Act aus jeder Richtung, egal ob Rap oder Rock oder Deutsch oder Englisch, Amerikanisch, man kann aus jeder Richtung was mitnehmen. Für jeden ist was dabei. Die Leute sind so gut gelaunt, die Stimmung ist super. Auch beim Auftritt der Foo Fighters, die ihr erstes Europakonzert seit dem Tod ihres Schlagzeugers gaben. Ihre Fans waren begeistert. Zurück am Campingplatz mussten die ersten feststellen, die ungewohnte Sonne hat schon Spuren hinterlassen. Ich weiß auf jeden Fall, wo meine Kappe stand, ne? Und ja, also ich fühle es auf jeden Fall. Es juckt überall ein bisschen, meine Füße, ja. Trotzdem war es für die meisten der perfekte Start in die Festivalsaison. Ein Weltstar aus Münster, auch das ist Ute Lemper. Zwar wird die Sängerin und Tänzerin erst im kommenden Monat 60, aber Grund zum Feiern gibt es für sie schon heute. Ihre Autobiografie erscheint nämlich. Darin schildert Lemper ihre Erfahrungen auf den Musicalbühnen dieser Welt, London, Paris, New York. Viel Glanz also, viel Glamour, aber hinter den Kulissen vor allem viel harte Arbeit und Schmerzen. Das Einzige, das sie bereue, ist, nicht genug gelacht zu haben. Und in der Tat, die bald 60-jährige Ute Lemper erzählt in ihrer heute erscheinenden Autobiografie, die Zeitreisende, von einem Leben mit ganz viel harter Arbeit als Weltstar auf der Bühne. Musicals wie Chicago, Cabaret oder Cats, gerade am Anfang ihrer Karriere mit 8 Shows die Woche, fordern ihr damals alles ab. Knochenhautentzündung unter den Füßen, die Meniskusse waren angeschwollen, die Leisten, der Rücken, die Handgelenke waren angeschwollen. Ich war total fertig mit den Nerven, das kann man sich echt nicht vorstellen. Und ich wollte es machen, ich wollte mir auch selbst beweisen, die kriegen mich nicht runter, das schaffe ich, das halte ich durch. Ne? Cats war absolute Desillusion. Ich träumte von Theater, von Magie, von Gefühlen, von Stille, von Rolleninterpretation. Und da war ich nur plötzlich eine Katze auf der Bühne und musste mir da die Beine ausrenken. Ich weiß nicht, Streisand macht alles in der Nase, so ein Give me more, ist alles in der Nase. Und Minelli macht more, macht mit einem riesen Ziegenvibrato. Und Lemper macht wie? Weiß ich nicht. Es wird eine beispiellose Karriere in Berlin, Paris, London, New York mit einem vielfältigen Repertoire als Sängerin. Ich bin von Kopf bis Fuß. Ein Weltstar und Familienmensch, Mutter von 4 Kindern. Eine überempfängliche Hingabe für die Kunst und ebenso gelebte Bodenständigkeit. Treffe ich Sie da ganz gut? Dankeschön. Ja, damit treffen Sie mich sehr gut. Also wirklich, das ist mein Leben, ja. Auf Ute Lempers aktuellem Album Time Traveler sind 10 Songs, die sie selbst geschrieben hat. Das Video At the Reservoir ist in ihrer Wahlheimat im Central Park gedreht. Es ist
ein Stück, was wirklich ausdrückt mein Lebensgefühl in New York, dann gehe ich einmal um das Reservoir rum. Und da sind die Wolkenkratzer. Diese Harmonie der Gegensätze existiert dort in brillanten Image, ja. Sowohl Album als auch Autobiografie stellen die großen Fragen. Was habe ich erreicht? Wo bin ich gescheitert? Ja, wer bin ich? Wer werde ich noch sein? Meine Lieben, meine Enttäuschungen, meine Hoffnungen und meine Reflexionen über dieses Geheimnis. Leben, an dem wir alle zu knacken haben, sozusagen. Ute Lempers aktuelles intimes Album Time Traveler. Und heute erscheint ihre Autobiografie Die Zeitreisende. Sie erzählt vom Leiden und vom Glück und schreibt, nichts kann diese zwei Gefühle authentischer erfassen als Musik.